Richtung Kunde ist die Erfahrung, auch die Betreuung der Bestandskunden funktioniert auch recht gut. Neukundenakquise ist schwierig. Zumal wir halt Produkte haben, die physisch sind und da haben wir auch so ein paar Formate. Also wir haben jetzt seit einem guten Jahr, wir haben zwei Sprinter umgebaut, so als mobile Showrooms, die dann halt tatsächlich von ja, gerade so Schreiner und Händler abklappern, wo die dann wirklich auch physisch mal die Produkte anpacken können, ausprobieren können, was das einfach ergänzt. Und im Moment, ja, unsere Hauptmesse, die Interzum in Köln, die ist dieses Jahr auch nur digital und wir haben viele Aktivitäten auch drumherum. Das war jetzt ein voll digitales Messe-Event-Format machen, die Hettich Experience Days, die laufen gerade los. Das wird jetzt auch nochmal spannend sein, was wir darüber erreichen können. Bringen wir unsere Themen den Kunden da entsprechend rüber. Wir sind da sehr gespannt, wir sind auch sehr optimistisch. Mein der Vorteil von digitalen Formaten ist, ich kann natürlich wesentlich mehr Menschen erreichen, weil auch zu einer Messe sind natürlich nur ein Bruchteil der Menschen gekommen und konnten kommen. Auf der anderen Seite ist halt anders und das wird jetzt sehr, sehr spannend zu sein, wie das funktioniert. Ja, also extrem spannende Insights, die Sie da auf jeden Fall gerade geteilt haben. Ich glaube, da kann man eine Menge von mitnehmen. Nochmal ganz speziell, um in diesen Sales-Bereich reinzuzoomen, dann kann man also vielleicht das Resümee ziehen. Zoom-Meetings, also Videokonferenzen, funktioniert im Großen und Ganzen, bringt auch viele Chancen. Akquise ist allerdings besser offline oder hat für Sie besser offline funktioniert, während Customer Success sehr gut online funktioniert hat. Ja, das kann man so Okay. grob zusammenfassen. Also ich würde mal sagen, bei der Akquise sind wir vielleicht noch in der Lernkurve. Ich will jetzt gerade nochmal das Genau, ja. Messeformat jetzt auch nochmal zeigen. Ja. Wo wir sagen, Mensch, können wir darüber Dinge auch rein online fassen. Aber also bei uns ist viel des Geschäfts einfach auch Beziehungsgeschäft und der Beziehungsaufbau ist möglich, aber wesentlich schwieriger. Genau, also wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was genau glauben Sie, sind die Stellschrauben, an denen man drehen könnte, auch im Akquisebereich mindestens die gleichen oder mindestens ähnliche Ergebnisse zu erzielen wie im Offline-Akquise-Bereich? Ja, also also auf der einen Seite würde ich mal sagen, ist das ein Stück weit Einstellungssache. Also man muss erstmal offen dafür sein, dass man tatsächlich eine Online-Akquise macht. Eine Online-Akquise hat ein paar deutliche Vorteile. Wie gesagt, ich kann viel mehr Menschen erreichen. Also wir haben durchaus Außendienstler gehabt, die sagten, Mensch, ich bin jetzt zu Hause, auf einmal kann ich viel mehr Kunden erreichen am Tag als vorher, weil ich vorher einfach nur die ganze Zeit im Auto saß. Also da sind schon, es ist eigentlich wesentlich effizienter und am Anfang gibt es doch eine relativ große Scheu davor, also es ist ein Stück weit Gewöhnung und welche Methoden geht man da an. Also es bietet viele Möglichkeiten. Wir bauen eigentlich darauf, dass wir in Zukunft einen guten Mix haben. Wie gesagt, da ist schon das einmal den Menschen in seiner Gänze erleben und wirklich sehen, Mensch, was ist das für ein Typ und schmecken, fühlen, fast. Ich jetzt mal gesagt, das ist schon wichtig, aber man braucht nicht jedes Meeting persönlich machen. Also ich glaube, Katzi, die Kombination macht es und ich glaube tatsächlich auch auf der Kundenseite sehen wir eine steigende Bereitschaft, gerade einen Online-Call als ersten gerne zu machen, weil es wenig Aufwand ist. Da kann man schon mal gucken, ja, will ich die Zeit Die Gewässer investieren in ein testen und echtes so. Treffen? Also da werden sich, glaube ich, Dinge ändern. Also ich bin gar nicht so sehr, dass ich sagen würde, das erste Treffen muss immer physisch sein. Es ist vielleicht sogar gerade das zweite. Und im ersten, im Online kann man sehen, ist es interessant? Will ich die Zeit investieren und dann ist die Zeit auch wirklich gut investiert. Und es tun sich, ich sag mal, gewisse Kreativitäten. Also wir haben auch gerade im Customer Success sind schon Themen drin, wenn unsere Kunden zum Beispiel unsere Produkte vollautomatisch verarbeiten. Und gerade so im Einlauf gibt es dann auch technische Beratung. Und dann war auch festgestellt, also das funktioniert schon, den Kunden auch online an die Maschine ran und gemeinsam diskutieren, Maschinen einfahren in der Online-Begleitung, was ganz neue Möglichkeiten bietet, weil natürlich haben wir irgendwie eine begrenzte Anzahl an Technikern, die das können.
wenn die nicht mehr da physisch hinfahren müssen, haben die natürlich viel mehr Zeit, auch mal viel mehr Kunden zu betreuen. Also das sind Elemente, die brauchen ein bisschen Zeit, das wahrzunehmen und auch ja wirklich zu wollen. Aber dann gerade wenn man Erfolg damit hat, dann sagt man, Mensch, das ist tatsächlich toll, nie in der 100%. Also ich glaube, die Diskussion geht häufig dahin, mache ich jetzt 100% online? Ja, da muss man sich ein bisschen von trennen, muss man sagen, so, was ist der intelligente Mix?